Durch Fraß am Kartoffelkraut erlangt der Kartoffelkäfer seine Geschlechtsreife. Seine Nahrung erkennt der Käfer mit den langen, fadenförmigen Antennen und den kürzeren Maxillarpalpen, paarige, fühlerartige Anhänge der Unterkiefer, die die Nahrung betasten und kontrollieren. Die Maxillarpalpen sind auch für die Wahrnehmung des Geschlechtspartners wichtig. Trifft ein kopulationsbereites Männchen auf ein fortpflanzungsfähiges Weibchen, betastet und betrillert es die Flügeldecken des Weibchens intensiv. Es empfängt dabei vom Weibchen Signale, die Auslösereize für den weiteren Ablauf der Paarungshandlung sind. Das Männchen besteigt den Rücken des Weibchens, orientiert sich in die richtige Richtung, rutscht nach hinten, unten und beginnt die Kopulation. Die Paarung dauert etwa 10 Minuten. Das Männchen hält dabei die Maxillarpalpen in Kontakt mit den Flügeldecken des Weibchens. Das Weibchen unterbricht während der Kopulation die Nahrungsaufnahme nicht. Nach der Paarung werden Eigelege abgesetzt. Danach kommt es wieder zur Nahrungsaufnahme, zu neuer Kopulation und zu erneuter Eiablage. Männchen und Weibchen sind polygam, das heißt, sie kopulieren mehrfach mit wechselndem Partner. Die Vermehrungszeit erstreckt sich über 8 bis 10 Wochen. Insgesamt werden etwa 600 bis 800 Eier abgelegt. Betrachten wir nun das Paarungsverhalten genauer. Ein Männchen beginnt beim Treffen auf ein Weibchen sofort mit der Kontrolle der Flügeldecken des Partners. Mit den Maxillarpalpen werden die Flügeldecken intensiv betastet und regelrecht beleckt. Eine Erregung ist bei diesen Bewegungen unverkennbar. Im Ergebnis wird die Kopulationshandlung ausgelöst. Kopulationsbereite Männchen gehen auch auf Männchen zu. Selbst aus kurzer Entfernung von wenigen Millimetern unterscheiden sie noch nicht zwischen Männchen und Weibchen. Erst nach Abtasten und Prüfung der Flügeldecken des Partners erkennen sie, ob der Partner ein Weibchen oder Männchen ist. Ein Männchen wird nach kurzer Prüfung wieder verlassen, die Kette der Kopulationshandlungen bleibt aus. Offensichtlich fehlt der entsprechende Auslösereiz. Getrennt von der Fraßpflanze in einer Versuchsanordnung im Labor lässt sich die Erkennungsreaktion noch deutlicher darstellen. Die paarungsbereiten Männchen gehen aufeinander zu, betrillern sich und lassen vom Partner ab.
Beim Treffen auf ein Weibchen dagegen löst das Signal das typische Aufreiten und die Paarung aus. Wurden in die Schale mehrere Weibchen und Männchen gegeben, haben sich in kurzer Zeit die Paare gebildet. Weibchen, die durch Kälteschock abgetötet worden sind, werden von den Männchen ohne Einschränkung erkannt und als Geschlechtspartner akzeptiert. Das von den Weibchen ausgehende Signal ist also nicht an eine aktive, unmittelbare Lebensäußerung gebunden, sondern haftet auch den toten Tieren an. Mit Methylalkohol lässt sich das weibliche Erkennungssignal vollständig entfernen. Die Männchen gehen auf die Weibchen zu und betasten sie, wenden sich aber ohne Paarungsreaktion ab. Dies bedeutet, dass das Erkennungsmerkmal des Weibchens ein chemischer Stoff ist, der mit Lösungsmitteln extrahiert werden kann. Ein chemischer Signalstoff, der bei einem Artgenossen eine bestimmte Handlung auslöst, wird Pheromon genannt. Kurze, aufgeraute Glasstäbchen, die mit dem pheromonhaltigen Extrakt benetzt wurden, regen im Biotest die Männchen zu Kopulationsversuchen mit der Attrappe an. Somit ist für den Kartoffelkäfer das Vorhandensein eines weiblichen Sexualpheromons nachgewiesen.
Das Pheromon haftet auch isolierten Flügeldecken reifer Weibchen an. Die Männchen finden die Flügeldecken ganz offensichtlich attraktiv. Sie versuchen, sich an diese anzuklammern und sie zu besteigen. Auf diese Reaktion lässt sich ein quantifizierbarer Biotest aufbauen. Männliche Flügeldecken werden geprüft und ohne Kopulationsversuch wieder verlassen. Die Flügeldecken frisch geschlüpfter, noch nicht paarungsreifer Jungweibchen tragen noch kein Sexualpheromon. Dieses wird erst im Verlaufe der Entwicklung der Ovarien und der Ausbildung der Eier gebildet und im Biotest nachweisbar. Das Sexualpheromon der Weibchen verschwindet durch Erhitzen auf 100 Grad Celsius. Oder wenn sie mit organischen Lösungsmitteln gewaschen wurden. Nach solcher Behandlung reagieren die Männchen nicht mehr positiv auf die weiblichen Flügeldecken. Zum Vergleich noch einmal die erregende Wirkung unbehandelter Flügeldecken reifer Weibchen.